Herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal. Heute möchte ich als Einleitung die wichtigsten Werkzeuge eines Elektrikers und ihre Funktion zeigen. Also fangen wir an. Hier sieht man meine selbstgebaute Werkzeugtasche und zuallererst möchte ich euch die verschiedenen Zangen zeigen. Da haben wir als erstes und wahrscheinlich auch wichtigstes Werkzeug den Seitenschneider. Er dient zum Schneiden von Kabel und Einzeladern. Hierbei sollte man zu einem Markenprodukt greifen. Denn wenn man beispielsweise den Kniepack-Seitenschneider links mit dem Billigprodukt rechts vergleicht, fallen spätestens beim Arbeiten mit dem Werkzeug deutliche Unterschiede auf. So braucht man bei dem Billigprodukt deutlich mehr Druck, um das Kabel durchzuschneiden. Allerdings weist das Billigprodukt auch keine Prüfzeichen auf, weshalb es höchstens für Hobbyheimwerker geeignet, keinesfalls aber fürs Arbeiten unter Spannung ausgelegt ist. Auch bei namhaften Herstellern wie Kniepacks ist dies nicht zwangsläufig der Fall. Während einem beim Betrachten dieser Kniepack-Seitenschneider auf den ersten Blick die unterschiedlichen Grifffarben auffallen, sucht man auf dem rot-blauen Werkzeug die Prüfzeichen vergeblich. Als nächstes kommen wir zur Abisolierzange. Sie dient zum Abisolieren von Einzeladern und Litzen. Über die Stellschraube kann man den Querschnitt der Adern einstellen. Auch eine Spitzzange ist besonders für das Greifen von Adern und Kabeln in Verteilerschränken oder Schalterdosen wichtig. Hier sieht man eine 200 mm Ausführung. Und auch die Kombizange ist mit den unterschiedlichen Backenformen besonders praktisch beim Greifen verschiedenster Materialien und sollte daher in keiner Werkzeugtasche fehlen. Nun kommen wir zu den Schraubendrehern. Hierbei sollte man, wie bei den anderen Werkzeugen auch, auf die entsprechenden Prüfzeichen achten. Ansonsten ist es sinnvoll, ein Set mit den gängigsten Kreuz- und Schlitzschraubendrehern zu kaufen. In der Regel wird diesen Sets auch ein Phasenprüfer, unter Elektrikern auch Lügenstift genannt, mitgeliefert. Ich werde da gleich noch einmal genauer darauf eingehen. Zum Abmanteln von Mantelleitungen gibt es verschiedene Werkzeuge. Bei diesem wird das Werkzeug um das Kabel gelegt und die Klingen schneiden den Mantel durch eine Drehbewegung ein. Das ist besonders bei kurzen zu entmantelnden Kabeln sehr komfortabel. Außerdem passt sich das Werkzeug an den entsprechenden Kabelumfang an. Während man bei diesem Werkzeug die Klinge zunächst an das entsprechende Kabel anpassen muss. Hierbei wird der gesamte Kabelmantel eingeschnitten, was besonders bei langen zu isolierenden Kabeln sehr praktisch ist. Außerdem besitzt dieses Werkzeug noch entsprechende Klingen zum Abmanteln von besonders dicken Kabeln. Ein Zollstock oder auch Gliedermaßstab sollte in der Werkzeugtasche auch nicht fehlen. Eine Pucksäge ist besonders praktisch zum Sägen von beispielsweise Kabelkanälen oder ähnlichem und ist daher auch unverzichtbar. Des Weiteren findet man noch eine Wasserwaage, einen Schlosserhammer, einen Fäustel und unterschiedlich große Meißel im unteren Teil meiner Werkzeugkiste. Jetzt kommen wir zu einem ebenfalls sehr wichtigen Werkzeug, und zwar zum zweipoligen Spannungsprüfer. Dieser dient nicht nur zur verlässlichen Kontrolle der Spannungsfreiheit, sondern kann beispielsweise auch das Potenzial zum Schutzleiter anzeigen, wodurch man auch den korrekten Anschluss des Schutzleiters kontrollieren kann. Allerdings besitzt er je nach Ausführung auch noch ganz andere Funktionen. In meinem Fall beinhaltet er beispielsweise noch einen Durchgangsprüfer. Jetzt kommen wir auch noch einmal zum Lügenstift bzw. Phasenprüfer. In diesem Fall stehe ich auf einer Gummimatte und stecke den Phasenprüfer in das rechte Loch der Steckdose, wo wir zuvor bereits die Phase festgestellt haben. Obwohl ich nun meinen Finger auf den entsprechenden Kontakt lege, glimmt die Lampe gar nicht oder nur sehr schwach. Erst wenn ich mit einem anderen Finger ein Erdpotential herstelle, leuchtet die Glimmlampe. Verlässlich ist etwas anderes. Dies ist nur eines von vielen Beispielen, wieso man keinen Phasenprüfer zur Kontrolle der Spannungsfreiheit nutzen sollte.
Im vorderen Fach meiner Tasche befindet sich ein Block, ein Kugelschreiber, lange Kabelbinder, ein Bleistift, zwei verschieden große Cuttermesser und eine kleine magnetische Wasserwaage zum Ausrichten von Steckdosen und Schaltern. Im unteren Schubkasten habe ich unter anderem Steckklemmen mit 2 bis 8 Polen der Firma Wago. Diese funktionieren durch Federdruck, wodurch ein einfaches Einstecken von starren Adern ermöglicht wird. Des Weiteren finden sich noch Kabelbinder, Lüsterklemmen, Ersatzklingen für die Cuttermesser, Dübel, ein Feuerzeug zum Schrumpfen von Schrumpfschlauch, Gewebeband, Isolierband und noch mehr Bleistifte in dem Schubkasten. Empfehlenswert sind auch noch Multimeter, verschiedene Imbusschlüssel, Maul- und Ringschlüssel und eine Wasserpumpenzange. Und auch ein paar Maschinen wie Akkuschrauber, Bohrmaschine oder Schlagbohrmaschine werden in den meisten Fällen benötigt. So, das wären meiner Meinung nach die wichtigsten Werkzeuge eines Elektrikers. Ich könnte jetzt natürlich noch unzählige Spezialwerkzeuge wie beispielsweise ein LSA-Plus-Werkzeug, ein Koaxialabisolierer oder eine Einzugsspirale aufzählen. Allerdings sind diese Werkzeuge immer von dem entsprechenden Aufgabenbereich abhängig. Wenn ihr also glaubt, dass ich noch ein Werkzeug vergessen habe, dann schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video.